Geschwister Tanner von Robert Walser. Ich will keine Zukunft, ich will eine Gegenwart, so sagt die Hauptperson, der Simon Tanner, eines Tages zu seinem Arbeitgeber, als der ihm ein Zeugnis aufstellen will für die Zukunft, damit er gute Chancen hat. Das Buch ist ein absolut hinreißendes Plädoyer für ein Leben in Freiheit, ohne Konvention, Leben ganz im Moment, nicht denken, was war oder was wird, keinen Gedanken darauf verschwenden, was andere von einem erwarten oder was andere über einen denken. So ganz, so dieses Handeln ganz ohne Berechnung, ohne Hintersinn. Simon Tanner ist also der Jüngste dieser Geschwister Tanner, der stolpert ganz naiv so durchs Leben, wechselt ein, Arbeitsstellen und Wohnungen am laufenden Band, ihn verschlägt es dahin und dorthin und er beobachtet die Menschen und wundert sich so über sie, wie sie durch die Straßen rennen. Einmal sagt eine, auch ein Arbeitgeber zu ihm, sie müssen doch eine Zukunft vor Augen haben. Habe noch keinen Augenblick daran gedacht. Oder er ist auch ganz fatalistisch, nimmt es auch mehr oder weniger auch vieles so hin, wie es kommt. Als er ein Zimmer mietet, sagt die Zimmerwirtin, leider ist das Zimmer nicht sonnig. Oh, ich liebe den Schatten, das ist mir lieb, sagt er dann. Ja, aber er ist auf eine sehr, sehr naive Art auch einnehmend und fesselt seine Mitmenschen, gerade weil er eben das so vorlebt, was sie sich halt selber nicht trauen. Er ist also der Jüngste von vier Geschwistern, Klaus ist der Älteste, der Vernünftigste, der hat versucht, das alles noch ihn auf eine gerade Bahn zu lenken. Kaspar ist sein bester Freund, ein Maler. Dann gibt es noch eine Schwester, die heißt Hedwig, bei der leben sie auch eine Weile, geht chaotisch aus. Und noch einen jüngeren Bruder, der Emil. Auch dieser Umgang zwischen den Geschwistern ist ganz herrlich, so naiv und so herzlich und so offen. Toll. Das Problem bei Robert Walser ist, dass er wird oft von Menschen empfohlen, die meinen, sie kennen ihn besser, die sehr arrogant darauf beharren, dass er was ganz Tolles ist. Und das sind Leute, die sind sehr engagiert, politisch und sozial, die tun freundlich. Letztendlich sind sie aber auch nur auf ihren Vorteil aus. Es sind Leute, die sich so schleimig durchs Leben so krutschen, so mogeln. Und auch wenn es darauf ankommt, dann können sie auch keine Stellung beziehen. Sie lieben so, sich mit Außenseitern wie Robert Walser zu schmücken, damit sie ihr langweiliges eigenes Leben ein bisschen aufwerten können. Ich glaube, wenn Robert Walser leibhaftig vor ihnen stehen würde, dann würden sie alles verleugnen, würden nach Hause gehen und ihre Erstausgaben streichen. Ich hoffe, ich gehöre nicht dazu. Also ich finde, Robert Walser, Geschwister Tanner, ist so ein hinreißendes, großartiges Buch und hat auch so eine herrliche, wunderbare deutsche Sprache. Es ist eines der schönsten Bücher in deutscher Sprache überhaupt. Geschwister Tanner, Robert Walser.